Der Jüngste in der Runde mit 22 Jahren wird auch gerne als Deutschlands bekanntester Pflege-Azubi genannt, Alexander Jorde aus Hildesheim. Wollen wir den jetzt so weiterführen, den Diskurs auf der Ebene, oder wollen wir es sachlich machen? Ja, ich bin da ein bisschen aufgeregt, ich bin da nicht so erfahren drin. Also Anja, Krankenschwester aus Oldenburg, die Pflegekammer ist nicht die Stimme der Pflegenden, sonst hätte sie nicht von Anfang an unser Vertrauen missbraucht. Wir müssen uns das Vertrauen der Patienten und Angehörigen durch Empathie und Ehrlichkeit verdienen. Daniel ist Krankenpfleger aus Göttingen. Die Pflegekräfte werden per Gesetz gezwungen, ein Überwachungsorgan zu finanzieren. Petra ist Altenpflegerin aus Hemslingen. Mich stört der Zwang, in der Kammer Mitglied sein zu müssen. Wir brauchen eine starke Gewerkschaft. Das geht nur über einen hohen Organisationsgrad. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese Pflegekammer vielleicht auch nutzen, zu unserer Pflegekammer machen.